Der absolute Hochstand. Für Zinsjäger bis zu 5,25% beim Postbank Quartalsparen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Willkommen zu den Tagesthemen. In Buxtehude wurde eine Klonmaschine erfunden. Die Erfinderin heißt Else Stratmann. Sie hat auch sofort ihren Hund 10-mal geklont. Leider konnte sie sich dann nicht mehr darum kümmern und hat sich selber auch nochmal 10-mal geklont. Das Ganze ist natürlich außer Kontrolle geraten und wir werden sie auf dem Laufenden halten. Franzosen essen im Jahr 22 Kilogramm Käse. Das ist der Rekord in ganz Europa. Käse. Warum ist der Leerlauf immer bei uns eigentlich immer leer? Weil er schon seit so vielen Jahren unwiderstehlich ist. Gut, ja. Außerdem gibt es eine neue Regel im neuen Knicke. Man sagt, wenn jemand niest, nicht mehr Gesundheit. Boah, kannst du dich immer zurückhalten hier? Ja. Das muss jetzt nicht sein. Wir kommen zu den Kurzinfos. In der Inderin. Wenn man in der Fleischerei sitzt, sollte man nicht mit Schweinen werfen. Das muss ich jetzt überhaupt sagen. Ich bin doch Vegetarierin. Was soll ich in der Fleischerei? Kopflosigkeit schützt vor Mundgeruch. Oder Kaugummis. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Und wer danach kommt, malt da drüber. Nun kommen wir zu den Promi-News. Hallo. Tokyo Hotel sind tot. Juhu. Ja. Okay, gut. Und was noch ganz wichtig ist zu sagen, Angelina Jolies Babys sind schwul. Man glaubt es nicht, die sind schwul. Sind doch keine Babys. Ja, aber die haben sich schon geküsst, die Babys. Und die sind beide männlich. Ach so. Wurde das bestätigt. Ja, dann. Und der DNA-Test hat es auch bewiesen. Kann man mit DNA-Test nicht mal schwul ist? Ganz, ist ja ganz neu. In den USA schon. Okay. Gut. Ein weiteres Thema ist, Miley Cyrus wird nun nachgemacht. Miley Cyrus. Es gibt Perücken bei Claire's oder wie manche sagen, Clarice's. Ja, also die kleine Vanessa V. aus Ennepütte hat sich bereits eine Hannah Montana Perücke gekauft. Sie ist überglücklich. Gut, und nun zu dem Sport. Und nun zum Sport. Dortmund hat neue Trikots. Dortmund. Zu den Paralympics. Malte machte Deutschland sehr große Freude. Er gewann Gold. Und nun zu deinen Muttersprüche. Deine Mutter sammelt jeden Tag Pilze, aber nicht im Wald. Boah! Was? Gut. Und nun den Witz der Woche. Was ist der denn nochmal? Kommt ein Emo um die Ecke und lacht. Wetterarsch, mach mal Wetter. Und jetzt zum Wetter. Hallo, ich bin Daniel und ich habe keine Ahnung, wo ich im Wind. Gucken Sie sich doch mal auf. Ich wurde entführt von irgendwelchen Leuten. Das sah aus wie die Teletubbies. Ach, ich weiß es gar nicht, aber ich mache jetzt mal das Wetter für Sie. Also momentan hier im Wald sieht es noch sehr ruhig aus. Wie man sieht, ist es auch noch trocken. Aber bis zum Ende des Jahrtausends soll sich das ändern. Da wahrscheinlich noch sehr viele andere Leute hier in diesem Wald hinpissen werden. Dadurch wird die Luftkonsistenz sich verändern und die Bäume werden umkippen. Da gibt es weniger Sauerstoff. Genau, diese Bäume da, ne? Das sind Bäume. Genau, das sind Bäume. Ja, was gibt's noch zu sagen? Momentan ist hier ein gutes Tief im Anmarsch. Da. Ja, hi. Da ist ein Tief. Und da kommt das hoch. So. Und wie Sie wahrscheinlich irgendwann mal merken würden, wird sich das Wetter dramatisch verschlechtern, wegen diesen eben genannten Durchsagen. So. Das war's eigentlich schon vom Wetter. Hier live. Ich weiß immer noch nicht, wo ich bin. Verdammte Scheiße. Willkommen zu den Tagesthemen. Like a bitch. Oh, I don't know.
it, girl. Changes clothes. 'Cause you're hot.